Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, es ist jetzt wieder sehr, sehr dunkel hier, wie man sieht. Und es ist wieder Ewigkeiten her, wo ich das letzte Mal hier gespielt habe, gezockt habe. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich jetzt stehen geblieben war, was auch überhaupt meine Aufgaben waren. Ich muss jetzt auch erst einmal wieder in die Steuerung reinkommen. Hier. Ich habe aber, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mir jetzt mal auch eure Kommentare mal zugelesen gehabt. Und kam jetzt erst auch dazu, überhaupt das zu lesen. Und ihr hattet gesagt gehabt, hier sehr viele Nebenquests. Ich muss die jetzt am besten sogar schon machen. Da die ansonsten, gehe ich nochmal raus, hier, so, ansonsten nicht mehr vorhanden sind. Deswegen würde ich, wenn ich weiß, wo ich bin, bin ich überhaupt. Das ist auf jeden Fall die Karte von, ah, da oben im Norden bin ich. Das ist, ah, okay, hier, ich weiß, wo wir sind. Also hier kommen wir auch wieder raus. Dann würde ich mich jetzt ab heute erstmal um die ganzen Nebenquests kümmern. Vorausgesetzt, ich sehe mal was. Weil vor ein paar Tagen im Stream habe ich ja schon auch gesagt gehabt, für mich ist das hier ein bisschen dunkler als für euch. Weil ich hier zwei Lampen ja habe. Einmal da, einmal da. Die mich ja beleuchten. Und die blenden auch ein bisschen. Deswegen sehe ich auch hier alles ein bisschen dunkler. Nun, genau, hier haben wir Diego sitzen, warum auch immer er hier rumsitzt. So, aber wir gehen mal hier wieder zurück, wir gehen hier mal wieder raus und sehen zu, dass wir jetzt wirklich mal die ganzen Nebenquests bekommen. Erledigt bekommen. Denn es sind hier ja viele, nur bei vielen habe ich keine Ahnung, wo ich überhaupt suchen muss. So, Bilgots Fluch. Bilgot will, dass ich ihn aus dem Tal bringe. Ach, Flucht, nicht gut. Hilfer und Erz, die Befreiung von Gorn. Garon verlangt 1000 Goldstücke für die Freilassung von Gorn. Das müssen wir auch noch irgendwie hinkriegen. Die Sonnenaloe. Sagitta braucht ein seltenes Kraut, eine Sonnenaloe, die nur auf den Exkrementen eines schwarzen Trolls wächst. So. Fernandos Geschäfte. Der Händler Fernando will wissen, wie es um das Erz im Minental steht. Das wissen wir eigentlich. Sieht nicht gut aus. Ja, wir versuchen trotzdem mal, einige davon hier zu erledigen, einiges zu erzählen. Was ich mich frage ist, wie sieht es eigentlich da hinten aus, wenn wir da hinten weitergehen? Nur da sind ja Orks unten, die uns zu Klump hauen, weil ich bin noch nicht stark genug gegen die, oder? Bin ich schon stark genug gegen die? Ne, wir hatten Hilfe gehabt, so von Diego, um die meisten zu erledigen. Da hatten wir auch geschafft gehabt, so einiges an Punkte dazu zu kriegen. Für die Erfahrung. Habe ich nicht eine Fackel? Ich habe hier auf jeden Fall wieder einiges, das ich verkaufen könnte. Hatte ich keine Fackeln? Ich habe hier wieder ein paar Münzen. 25 Münzen und Olafs Beutel, den lassen wir, ja. Hier haben wir eine Fackel. Dann können wir jetzt ein bisschen mehr sehen. Aber ich würde sagen, wir sehen zu, dass wir einige der Nebenquests jetzt mal erledigen. Habe jetzt, glaube ich, 1000 Mal schon gerade gesagt. Und dass wir uns da jetzt mal auch ein bisschen mehr Zeit widmen, um die zu erledigen. Und nicht, dass wir das einfach mal dann, ja, irgendwie, keine Ahnung, hier irgendwie kurz uns dran halten und dann irgendwie das nächste versuchen. Nee, wir setzen uns jetzt richtig aktiv dran, dass wir das erledigt bekommen. Denn, ach, hier war das. Okay, wir haben ja schon Stufe 13, Stärke bei 75, Geschick bei 25.
Mana ist nicht gerade das, was ich eigentlich haben will, aber müssen wir wahrscheinlich auch lernen. Alchemie, Runen erschaffen. Tiere ausweiten haben wir zumindest gelernt. Schlösser öffnen müssen wir auch noch lernen. So. Aber wir gehen zuerst nach Corines zu Fernando und ich will aber auch, ganz ehrlich, ich will alles irgendwie von selber irgendwie schaffen rauszufinden, was wir machen müssen, wie wir es machen müssen. Ich will nicht googeln, ich will nicht nachschlagen müssen, wie ich das zu erledigen habe. Können wir gerne in einem zweiten Durchlauf machen. Aber hier in dem ersten Durchlauf, hier werden wir erstmal, beziehungsweise werde ich erstmal alles versuchen, von selber rauszufinden. Und zweiter Durchlauf von Gothic 1, Gothic 2 und wenn wir das auch durchhaben, Gothic 3, werde ich sogar tatsächlich hier auf YouTube livestreamen wollen. Will ich mal ausprobieren, wie das ist. Dass wir das dann auch auf YouTube direkt haben und nicht, dass ich das dann irgendwie auf Twitch live streame und dann irgendwie parallel aufnehmen muss. So, nee, ich möchte das direkt dann über YouTube machen. Dann könnt ihr sogar tatsächlich hier mit chatten, mit quatschen. Ich muss aber zusehen, dass es wieder hell wird. Ich mag irgendwie hier die Nacht nicht. Die Nächte, die sind mir immer zu dunkel. Also in Real Life, ich mag die Nächte. Aber in Games mag ich es lieber tagsüber. Weil ich möchte in Spielen schon gerne auch sehen, was ich mache. Oder wohin ich gehe. Oder gegen was ich kämpfe. Und ja, ich habe auch tatsächlich, im Scum-Let's Play sogar erzählt gehabt. Ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen her. Hatte ich ja ausprobiert, aber kam nicht so gut an bei euch allen. So, dieses Let's Play. Hatte ich aber erzählt gehabt, so nach Gothic und Risen. Ja, Risen werde ich direkt nach Gothic anspielen. Wollte ich aber auch Arcania spielen. Auch wenn das nicht zur Gothic-Reihe gehört, so für viele von euch. Es spielt zumindest in dieser Welt. Auch wenn das eigentlich so, wie da alles abgegeben wird und so weiter. Ich habe mich da ein bisschen mit befasst. So, sehr viele Menschen unzufrieden damit waren, wie alles da dargestellt wird und so. Und kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber gerade weil die Personen dort aus der Gothic-Reihe vorkommen, wollte ich das trotzdem mal gespielt haben. Arcania. Aber ich werde auch es nicht als offiziellen Teil der Reihe sehen, sondern irgendwie als eine Art Paralleluniversum davon, sage ich jetzt mal. So, das können wir wieder wegmachen. Wir legen uns hier mal pennen. Als allererstes. Bis zum nächsten Morgen. So, dann haben wir es jetzt wenigstens hell. Wo war Fernando? Ich glaube, der Fernando war da hinten, ne? Und wenn wir im Stream hier dann, ich weiß jetzt nicht, wie lange das sein wird, wir werden den Stream machen auf jeden Fall von Gothic 1, 2 und 3, sobald ich Gothic 3 durch habe. Hier war Fernando. So, womit verdienst du jetzt dein Gold? Womit verdienst du jetzt dein Gold? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lasse ich mich auf keine krummen Geschäfte mehr ein. So viel ist sicher. Ich kann ihn noch nicht berichten. Das Krautpaket. Dem Söldner Cypher ist ein Paket mit Sumpfkraut abhandengekommen. Er vermutet, dass Bodo es gestohlen hat. Der hungrige Jäger
Grom, der Jäger, wird mir sein Geschick beibringen, wenn ich ihm eine Flasche Milch, ein Brot und einen Schinken bringe. Haben wir das alles? Irgendwas hat er doch gefehlt. Von mir hat er das nicht. Was ist denn das da? Bergkristall. Wir haben hier 4 Stängel Sumpfkraut, einen Goldbrocken. Das meiste davon werden wir so noch brauchen. Alte Steintafel. Seltsam aussehender Fisch. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Fisch. Sieht aus, als wäre er zugenäht. Wo habe ich den denn bitte her? Die Krallen des Rudelführers. Knochen eines Goblins. Hier Teleport zur Burg, zum Pass vom Miental. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Käse, Brot, Wurst, Wasser. Milch fehlt uns. Wo kriegen wir Milch her? Haben die Händler wieder Milch? Es wäre super, wenn ich jetzt Milch hätte. Ich kann das nicht glauben. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, Rupert. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was ich glauben soll. Milch! Ist das wirklich wahr? Die Probleme habe ich kommen sehen. Haben wir die jetzt? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ja, wir können jetzt ich die Quest erledigen. Gedacht. So, wo war der Jägersmann, dem wir das bringen sollten? Bei den Söldnern, ne? Dann gehen wir mal dahin. Boah, nice, wir haben doch noch Milch bekommen. Und das war jetzt mir das Geld wert, dass wir die Quest zumindest erledigt haben. Ordnung und Chaos zugleich. Mit Vatras will ich aber trotzdem das mit den Steintafeln machen, sobald ich alle habe. Denn ich weiß jetzt nicht, das ist ja schrecklich. Ob wir da nicht irgendwie noch einen Bonus kriegen, wenn wir ihm alle auf einmal bringen. Hatte ich bei einer Freundin tatsächlich in den Kommentaren mal gelesen, so, man sollte ihm das alle mal auf einmal bringen. Aber welche Begründung oder so habe ich jetzt nicht rauslesen. Könnt ihr übrigens bei ihr auch mal vorbeischauen. Die hat ja mit Gothic 2 sogar angefangen gehabt. Und dann Gothic 1 und ist momentan dabei Gothic 3 zocken, aufzunehmen. Die liebe gute Heels Play ist auf jeden Fall eine nette. Schaut mal auch bei ihr vorbei. Die ist auf jeden Fall sehr sympathisch. Und hat sogar mir tatsächlich die Gothic-Reihe empfohlen, dass ich das mal anfange. Also, ja, kann man ihr eigentlich sie bedanken, dass sie das hier überhaupt let's play. Ansonsten, ich glaube, das Spiel, diese Spielerei wäre so lange an mir vorbeigegangen. Ah ja, genau, hier hat man ja schon alles gelootet. Boah, ich hab sehr viel vergessen. Das ist jetzt wirklich viel zu lange her, wo ich das nicht mehr gezockt hatte. Denn, ja, sagen wir mal so, ich hatte es hingekriegt gehabt, einen Monat im Voraus zu aufzunehmen, weil ich so tief drinne war in dem Spiel. Und dann war irgendwie 3 Wochen vergangen und dann habe ich 1,5 Monate Voraus aufgenommen, glaube ich, waren das 1,5 Monate. Ich will jetzt auch keinen Schwachsinn erzählen, aber ich glaube, in meiner Erinnerung ist es so, dass dann 1,5 Monate. Und jetzt ist es kurz davor bei mir, dass keine Folgen mehr sind. Und deswegen, ja, ich habe es super hingekriegt. viel zu zocken und jetzt einfach mal alles wieder zu vergessen. So. Wohl nicht alles habe ich vergessen. Ich weiß ja noch ungefähr, wohin mit allem. Hier brauchst du das nicht zu sagen. So, ich glaube, das war. Sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Da hinten der Eingang? Zu dem Jägersmann? Ich glaube, das war schon da.
Da sehe ich auf jeden Fall ein Feuer. Der eine Baum tänzelt aber auch auf jeden Fall schon sehr schön. Ich glaube, ich mache mal ein kleines bisschen lauter das Game, weil schon sehr leise. Nee, das war nicht hier. Da waren die anderen Jäger. Die ein bisschen feindlicher gesinnt sind. Feuernisse. Nice. Ich muss aber auch sagen, ich freue mich auch schon, mit Gothic 3 irgendwann mal anzufangen. Klar, wir wollen hier erstmal so viel mitnehmen, was geht. Und das ist auch tatsächlich, glaube ich, das, was von der Gothic-Community irgendwie am meisten gefeiert wird, der Teil. Glaube ich zumindest, dass es so war. Ich hör hier Stimmen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Dafür habe ich kein Talent. Wo konnte ich nochmal Schlösserknacken lernen? Wie viele Punkte habe ich überhaupt? Das war die falsche Taste. Ich habe keine Lernpunkte. So, der wollte jetzt... Hey, du! Hier hast du dein bestelltes Essen. Hier hast du dein bestelltes Essen. Prima. Und nun? Bring mir das Jagen bei. Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Horn des Schattenläufers, Zangen rausschneiden, Herz nehmen, Zähne reißen. Ich habe keine Lernpunkte. Nein. Aber okay, wir haben das zumindest erledigt. Die verbotene Weide. Wenn ich Benger überzeugen will, dass er Balthasar wieder auf seine Weide lässt, werde ich etwas für ihn tun müssen. Die Gelegenheit wird sich sicherlich noch ergeben. Wer war nochmal Benger und wer war nochmal Balthasar? Oder leere den Krug in einem Zug? Das weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Banditenüberfall. Hakon, der Waffenhändler, wurde vor der Stadt von Banditen ausgeraubt. Pablo von der Stadtwache war an der erfolglosen Suche nach den Banditen beteiligt. Die Banditen, die Hakon bestohlen haben, verstecken sich in einem der Wälder nahe bei der Stadt. Wahrscheinlich haben die Banditen Kontakt zu einem Hehler in der Stadt. Bei Lord Andre ist ein Kopfgeld auf den Hehler ausgesetzt. So, Hakon, ein Händler in Cordillis, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wüsste angeblich, wie man in einem der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen auch bewahren, hineinkäme. Das klingt interessant. Einen der Stadttürme. Genau, da müssen wir, glaube ich, hier. Gehen wir nochmal nach Corinus zurück. Das liegt doch auf der Hand. Als ob ich nicht schon genug probiert hätte. Also, ich versuche jetzt wirklich, die ganzen Quests einzeln mal irgendwie hinzukriegen. Wenigstens haben wir wieder ein bisschen Erfahrung gesammelt, 100 Punkte. Ich hätte gerne 100 Lernpunkte jetzt bekommen, aber egal. Ich habe aber keinen Schimmer, wie ich all das jetzt eigentlich hier lösen soll. Beziehungsweise Joe, Lucia, eigentlich die Vermissten würde ich gerne eigentlich jetzt sogar noch schon schaffen wollen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich dafür suchen muss. Wo ich die finden soll. Wir hatten ja auch irgendwann mal auf einer der Inseln so einen Geheimgang entdeckt. Wo wir aber auch nichts aufmachen konnten, weil uns Schlösserknacken fehlt. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Und ich erkunde auch eigentlich viel zu wenig, weil... ich einfach zu schwach bin irgendwie. Ich weiß jetzt nicht einmal, ob wir schon mal auf der Insel waren. Und schaufeln, kann man hier schaufeln, graben oder sowas? Weil hier hatten wir ja auch irgendwie an mehreren Orten
Kreuze gefunden, also so ein X, das für mich so aussieht, als wäre da irgendwas vergraben. Und da würde ich tatsächlich gerne mal hin und ausgraben. In der einen Höhle war auf jeden Fall eins, das weiß ich noch. Oder hängen die mit einer Quest zusammen? Muss ich erstmal eine Quest dafür freischalten. Ich weiß es nicht. Und ich würde auch gerne zusehen, dass wir mal bessere Waffen kriegen. Wie viel Geld haben wir jetzt? Warte mal. Wir haben 757 Gold. Wir haben aber auch ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Mal gucken, ob wir da vielleicht sogar die 1000 Gold bekommen, um Gorn zu befreien. Ich wäre aber am liebsten jetzt schon so stark, dass ich die ganzen Orks auch einzeln, zumindest, dass ich einen nach dem anderen hier besiegen könnte von Orks. Das würde mir schon reichen. Nicht alle auf einen Schlag, sondern eins. Aber ich möchte jetzt auch wissen, wo war nochmal Bengar? Oder wer war Bengar? Akil? Randolph? Und Bauer. Bauer und Randolph sehen gleich aus, finde ich. Und das war die Kati. So, was ich auch noch sagen will, ihr könnt mir gerne für den zweiten Durchlauf von Gothic 1, Gothic 2 und Gothic 3 gerne Mod-Vorschläge in die Kommentare reinhauen. Weil wenn ich den zweiten Durchlauf mache für die Trilogie, sage ich jetzt, würde ich das gerne tatsächlich mit Mods spielen wollen. Klar, den ersten Durchlauf immer in Vanilla, aber den zweiten Durchlauf gerne mit Mods. Ihr könnt da gerne alles vorschlagen, was ihr wollt. Ihr werdet mir die alle ansehen. Für Gothic 2 weiß ich auf jeden Fall, gibt es die Elhiver Mods. Ich weiß nicht, ob ich die richtig ausgesprochen habe. Die soll sehr gut sein, aber ihr könnt mir auch gerne anderes vorschlagen, wenn ihr der Meinung seid, dass die sind besser. Ihr könnt mir gerne alles an Mods vorschlagen für den zweiten Durchlauf, da freue ich mich auf jeden Fall. Und ich werde mir die dann alle mal ansehen und auch dann Tutorials dazu reinziehen, wie ich dann diese Mod richtig installiere. Was wollten wir hier nochmal? Was hatten wir hier? Joe. Harkon, ein Händler in Korinth, behauptet, dass ein gutes verschwunden ist. Dieser Joe wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen auch bewahren, hineinkäme. Stadttürme? Ist das dann Turm? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Da brauche ich einen richtigen Schlüssel für. Da haben wir auch noch einen Turm. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Haben die ein Fenster? Nö. Aber Inos sah, was geschehen war. Und auch er betrat. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Okay, dann gucken wir uns mal vielleicht ein oder anderen Paket an. Lucia, Bromos goldene Schale, Banditen in Jacks Leuchtturm. Dafür sind wir noch zu schwach. Informationen für Gavel. Gavel will Informationen über die Orks und er will wissen, warum die Paladine in der Stadt sind. Die vermissten Bospas Bogen. Bospa wurde ein Bogen gestohlen. Der Dieb ist zum Hafen gerannt, aber dort ist er entwischt. Die Miliz hat das Hafenviertel durchsucht, aber nichts gefunden, obwohl der Bogen noch irgendwo in der Stadt ist. Wir haben da aber was gefunden gehabt hier. Meinst du, mir geht es besser? Welchen Akt sind wir eigentlich immer? Sind wir immer noch Akt 2, Akt 3, so ungefähr?
Also Kapitel? Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Kapitel wir sind. Warum soll ich mich denn noch anders? Schlimme Zeiten sind das. Ach, erzähl mir nicht sowas. Bevor wir da runterspringen, ich quatsch nochmal mit dem Dude hier. Und es wird noch viel schlimmer. Mit Nagur. Hey, du! Der Job ist gut gelaufen. Aber über meinen Auftraggeber spreche ich nicht. Also bleib ruhig. Okay, Karte. Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Okay, hat er nichts. Ja, also... Brahim, der war ja nicht... Hier, das war doch, Gavel. Hey, du! Was ist denn so im Hafen los? Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Okay. Vielleicht müssen wir auch mal mit dem Paladin quatschen. Hier, da haben wir Jack. Naja, genau, das Schiff ist ja hier hinter den Felsen. Laris könnten wir eigentlich auch nochmal quatschen. Obwohl, den können wir ja nicht... Wir müssen ja eine Vertretung für ihn finden. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wir müssen jemanden finden, der ihn hier ersetzt, sagen wir. Vielleicht müssen wir mal mit dem Paladin quatschen. Ich weiß echt nicht ansonsten, was wir machen müssen. Der Mann mit der Augenklappe, der Ring des Wassers, die Wassermagier, das Auge Innos, die Wassermagier. Ist das normal? Das Auge Innos. In der Stadt Korinnes lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, das Auge Innos. Seine Macht soll uns gegen die Bedrohung durch die Drachen helfen. Ich werde die Paladine überzeugen müssen, uns in dieser Sache zu unterstützen. Wo sind die Vermissten? So, das sind... warte mal. Gespeicherte Mission, Baldrams Lieferung, ein dreister Dieb, Kantas gefallen. Achso, Fleisch. Die habe ich alle erfüllt. Die schnaubende Kreatur macht dem Jäger Garn zu schaffen. Bevor ich das Vieh nicht beseitige, kann er nicht mehr jagen. Wer war jetzt Garn? Und Beweise. Lord Hagen will, dass ich ihm Beweise für die Armee des Bösen bringe. Ich werde ins Miental aufbrechen und dort mit Kommandant Garon sprechen. Bevor Kommandant Garon mich zurückschickt, will er, dass ich die drei Schiffstruppen aufsuche und ihm davon berichte, wie viel Erz sie dort gelagert haben. Frage ist nur, die einen sind durch mein fehlerhaftes Verhalten eigentlich gestorben. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Und da kriege ich gar keine Infos mehr. Vielleicht kann ich das irgendwie anders lösen oder so. Dann aber auch erstmal hier hey, du. Verkaufen gehen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier ein paar Sachen, die ich nicht brauche. Wenigstens hat der Äpfel müsste ich mal mitnehmen. Äpfel geben ja irgendwie... Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht helfen. So, schwere Orkaxt. Ich habe so einiges gehört. Wir haben Paladin-Schwert? Er muss das ja besser wissen. So, die müssen weg. Das höre ich zum ersten Mal. Was haben wir noch? Ich erzähle dir doch nichts Neues. Ich habe da meine eigene Meinung. So, das gibt. Den brauchen wir nicht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Dann brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir nutzen hier keinen Mana. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Dann hier, das auch kann weg. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Snapperkraut. Wird sich das jemals ändern? Bringt mir ja gar nichts. Das kann ja nicht. Sumpfkraut brauchen wir eigentlich auch nicht. Das habe ich noch gar nicht gewusst. So, Feldknüterich. Den behalten wir. Wie du sagst. Ring der Holzhaut, Schutz vor Feind. Das ist alles nur Gerede. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Hier,
Krallen, ja, die brauche ich nicht. Den Knochen. Ich habe mir das schon gedacht. Flügel, Wolfsfell. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Alte Münze behalten wir erstmal. Ich kann das nicht glauben. Meinst du, mir geht es besser? So, und die Krallen des Flügels behalten wir auch wieder her. Ja, lassen wir und mal selbst so. Selbst ist er nicht darauf gekommen. Ich habe da meine eigene Meinung. Und dann sehen wir eigentlich in der nächsten Folge mal zu, wie wir das ja, alles das gelöst kriegen. Das mit den Vermissten ist das, was mich irgendwie am meisten zu schaffen macht. Was ich unbedingt gelöst haben möchte. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns darum, dass wir das mit den Vermissten gelöst kriegen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und keine Dunkelheit. Ich bin's, euer Maxideus. Bleibt schmutzig. Und ciao.